Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von World of Tanks. Heute meine Folge, die nennt sich Stahlgefährte. Nicht wundern, Stahlgefährte ist einfach der neue Name für die Folgen mit Mein neuer Panzer. Weil es nicht immer nur neuer Panzer ist, sondern auch mal Panzer, die ich nur mit Mieten anteste und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, ich überlege mir einen schönen Namen dafür. Und die heißen jetzt Stahlgefährte. Und wir haben jetzt einen Panzer. Kanonenjagdpanzer. T3 Jäger. Ist ein Scharfschützenjagdpanzer aus dem Waffenträger-Event-Kisten. Das, was jetzt ja bis zum 9. Oktober da läuft. Und den habe ich halt mit Glück drin gehabt. Ich stelle mich ganz, ganz kurz hier hinter den Steinen in die Richtung zielend, um da eventuell einen abzugreifen. Falls wir ihn treffen können. Aber ich glaube, da sind wir schon zu schlecht vom Zielen her hier wahrscheinlich, wa? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ansonsten helfen wir einfach hier ein bisschen aus. Und ich würde mich jetzt nicht zu den ganzen anderen Jagdpanzern hinstellen. Das wäre dann doch irgendwie ein bisschen zu doof. Ansonsten, das hier ist das schöne Schmuckstück, ne? Es ist halt... Ja. Es ist halt ein Panzer. Ja. Vom Optischen her muss ich sagen, sieht er ganz schön scheiße aus. Kann man nicht anders sagen. Ja. Hat zwar eine relativ große Reichweite, wie er zielen kann, aber... Also ich würde auf jeden Fall mit hochfahren, bin ich ehrlich, weil ich... Auch wenn es vielleicht doof ist, weil Scharfschützenpanzer, das weiß ich. Aber ich hasse es, mich da so zuzustellen hier und einfach zu warten. Das können wir in der zweiten Runde gerne mal testen, aber wir versuchen jetzt hier mal eventuell so ein bisschen Unterstützungsfeuer zu geben. Ob das smart ist oder nicht, ist ja scheißegal. Es geht erstmal darum, Hauptsache wir versuchen es. Und helfen ein wenig an der Front aus. So, aber schon die ersten 400 Schaden dran. Das ist gut. Und wir können ja auch schön hier rüber pieken. Unser Turm ist relativ klein. Wir sind von der Seite getroffen worden. Da war ich zu wenig leider da. Das war jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich wollte mich eigentlich durch den Hügel schützen lassen. Egal. Fahren wir nach ganz oben? Ja, ne? Wir fahren mal eben nach ganz oben. Wobei ich lieber bei dem jetzt aushelfen würde, aber... Wir versuchen es nochmal ganz kurz hier. Ich war halt nur ein bisschen zu weit hinten noch. Aber hier bin ich jetzt zu hoch, glaube ich. Der sieht nämlich frontal zu gut. Wir versuchen es trotzdem. Und snacken uns den Scharfutur schon mal ab. Das ist gut. Wo habe ich mich getroffen? Weil ich sehe nämlich hier kein Einschussloch hier. Ach so, da eine Kanone. Oh, da waren wir sogar echt weit noch hinten. Krass. Das ist natürlich dann doof gelaufen. Okay, den hat es zerlegt. Sehr gut. Da ist der Waffenträger nämlich angeschossen und auch gestorben. Feines Ding, Leute. Dann fahren wir mal eben ganz kurz ein bisschen nach oben. Auch wenn ich auf den Scorpion G vielleicht schießen könnte, wenn wir uns da hinstellen. Will ich ganz kurz hier an der Front mit aushelfen. So gut es halt gerade irgendwie geht. Eventuell treffen wir ja einen. Schade. Hätte klappen können. Ja, ansonsten für die, die es interessiert, ne? 420, 268, also Durchschlagskraft ist tatsächlich okay. Schaden finde ich okay. Alles cool. Ah, schöner Hit. Hat zwar kurz gedauert mit Zielen, aber ein schöner Hit. Ich dachte, ich kassiere da einen, aber das funktioniert. Ich stehe zu weit rechts mal wieder, ein Klassiker. Dafür ist er gestorben. Hat er verdient. Aber wenn der einzige Schaden, den wir einstecken, von rechts kommt, so, dann ist das auch fein für mich. So, hier sind wir noch geschützt. Wir können auf jeden Fall vorfahren, Gegner jagen. Dann halt nicht. So, und weiter runterfahren wird jetzt schwierig, ohne aufgedeckt zu werden. Deswegen, meine Herrschaften, überlasse ich euch sehr gerne den Vortritt. Ich möchte das gerne nicht. Aber den könnten wir eventuell noch in den Rücken schießen, bevor wir aufgedeckt werden. Das ist natürlich komplett drüber gegangen. Sehr ärgerlich. Aber getötet hätten wir den sowieso nicht. Höchstens beschädigt. Schön, Phase 1.
benutzen die mal so ein bisschen als Schutzschild. Die Borask fährt vor, das ist fantastisch. Dann lass uns doch mal ganz kurz runter gucken. Schöner Hit. Jetzt verziehen die Gegner sich. Das ist auch verständlich. Das wäre echt geil gewesen, wenn wir den getroffen. Okay, das ist noch ein Gegner. Der könnte uns sehen und uns töten, theoretisch. Der ist leider zu weit weg. Ich sehe den halt nicht mehr, weil das ist auf der Karte ganz unten da. Vielleicht haben wir ihn getroffen, vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Nice, Leute. Eine fantastische Runde. Bis auf die zwei Seitenhits da lief es deutlich besser, als ich erwartet hätte. Aber auch ein schönes Team. Auf allen Fronten gewonnen. Habe ich gerne. Oh, warte. Ich vergesse das sonst wieder. Easy. Noch kurz reingedrückt. So. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr vom neuen Namen haltet. Hier, Stahlgefährte. Aber ich wollte halt irgendeinen Namen haben, der halt ausdrückt, dass es ein neuer oder ein schöner erster Versuch des Panzers ist. Aber halt trotzdem irgendwie cool klingt. Und so bin ich halt auf Stahlgefährte gekommen. Schön im Mittelfeld hier, gefällt mir. War nice. Premium-Fahrzeuge zur Miete. Ja, weg damit, ich hasse Mietfahrzeuge. Das hier ist meine Ausrüstung, die ich drin habe, weil ich habe mir einmal, wie immer, halt Lüftung reingebaut, weil ich finde, die Lüftung ist einfach, es sind halt 6% auf alles, außer auf Tiernahrung, weißt du, und das nehme ich halt gerne mit. Gibt bestimmt bessere Sachen, aber das ist irgendwie so, ich habe es halt in jedem Fahrzeug drin, natürlich kriege ich jetzt genau die Bananen, die es nicht haben, aber in jedem Fahrzeug habe ich das drin, wo man es irgendwie nur drin haben kann. Und ich finde das halt irgendwie geil. Ansetzer finde ich jetzt auch irgendwie immer Pflicht. Und dann habe ich überlegt, eigentlich wollte ich hier, weil es ein Scharfschützenjagdpanzer ja eigentlich ist, die Zielerfassung nehmen oder den Durchmesser. Aber der Durchmesser... Ach, er baut es halt instant aus. Okay, ich wollte es ja nur kurz testen. Guck mal, es geht halt nur 0,01 runter. Und das fand ich halt irgendwie zu wenig. Die Zielerfassung ist auch schon sehr gut eigentlich so. Deswegen fand ich jetzt... Kann man es machen, aber... Aber die Sichtweite fand ich dann doch irgendwie von 370 auf 407 angenehm. Deswegen habe ich jetzt die gemacht. Dachte ich mir halt, ist ganz praktisch. Munition habe ich noch nicht gewechselt, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Das können wir aber eben ganz kurz machen. Wir gehen hier einfach mal eben ganz kurz irgendwie auf 20. Machen hier ganz kurz 20. Hallo? Es leckt gerade komplett weg hier, das Spiel. Nice. Und gehen hier einfach auf 4 hoch. Ich werde die wahrscheinlich eh selten nutzen oder gar nicht, aber ist egal. Drin haben wir es ja schon mal. Dann habe ich jetzt auf einen Zuschauerwunsch mal beim Scharfschützenjagdpanzer die beiden Dinge eingebaut. Ich wusste nicht, dass beide gleichzeitig gehen, aber eins zu nutzen, das auf für 5. Und das auf für 6 ist einfach nur für die passiven 10% Reparaturgeschwindigkeit da. Oder halt einfach generell, dass es halt besser ist. Weil ein Löschsystem brauche ich halt nicht. Und Schokolade finde ich halt auf Dauer beim Farmen eh zu teuer. Deswegen fand ich das jetzt irgendwie ganz praktisch. Die Idee fand ich gut. Nutzen war. Und da war es halt auch nicht nutzen so gesehen, sondern das hier benutzen, wird es ja nicht mal verbraucht. Das heißt also, wir haben es halt passiv immer kostenlos drin. Fand ich eine coole Sache. Äußeres passt natürlich auch noch ganz kurz eben an. Wir nehmen uns einen schönen Stil. Ich habe noch keine Ahnung welchen. Aber wir haben ganz viel bekommen von Große Jagd und so. Wäre natürlich passend, wenn wir da jetzt irgendwie auch einen passenden Skin zu haben. Aber ich finde beide hässlich. Bei dem jetzt hier zumindest. Mikrochip. Ja, nee. Irgendwie weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Nee. Ja, die sind alle nicht so geil, die ich jetzt gerade habe. Oh, der ist eigentlich ganz nett. Aber schon fast ein bisschen übertrieben. Hund am Steuer. Haben sie den Hund noch irgendwo hingekriegt oder ist der jetzt einfach ganz weg? Irgendwie finde ich den sogar ganz cool. Warte. Ich finde, den kann man sogar machen, oder? Merken wir uns mal ganz kurz. Das ist, glaube ich, der hässlichste Skin, den ich kenne, ne? Ja, das war es eigentlich auch prinzipiell hinten. Die anderen beiden sind egal. So, machen wir 100 Steuer, würde ich sagen. Den finde ich ganz praktisch. Der ist schön. Ab und zu so eine kleine Foto drauf und so. Passt. Und dann ab ins zweite Gefecht. Ansonsten, was kann ich noch so zu sagen? Also ich finde, die Nachladezeit ist auch okay. Also ich finde eigentlich generell alle Werte einfach okay. Ich fand es nichts irgendwie überragend oder irgendwie extrem scheiße so. Fand ich eigentlich ganz okay. Und da es halt ein Scharfschützenjagdpanzer ist, Klassiker wie auch bei den ganzen anderen, ist er halt einfach nur Papier. Na also, wenn der angeschossen wird, ist er eh RIP. Hat man ja auch gerade gesehen. Ich meine, gut, wir wurden auch eine Seite getroffen, zugegebenerweise, aber trotzdem ist es halt, also Schussblocken oder so, kannst du quasi vergessen.
Was ist eigentlich unsere Quest nochmal? Dreimal mehr Schaden als die Fahrzeugstruktur. Schwierig, bin ich ehrlich. Irgendwann mal vielleicht. Ja. Ansonsten würde ich sagen, bei diesem Gefecht stellen wir uns... Eigentlich müssten wir uns hier oben in den Busch kurz stellen und snipen, aber... Ach, will ich eigentlich gar nicht, aber komm, wir machen es einfach mal. Ansonsten fahren wir gleich da oben rechts und snipen von da aus. Wobei das Team gerade sehr krass nach rechts fährt, aber der Scout hat nach links. Deswegen stellen wir uns ganz kurz erstmal hier hin. Und zielen noch in die Richtung. Aber der Radius ist eigentlich sogar echt fein. Ich fahre nochmal ganz kurz ein bisschen zurück. So bis hierhin, damit wir damit hinziehen können, falls er dahin geht. Wird wahrscheinlich nicht getroffen haben, aber ein Versuch war es wert. Nee, getroffen haben wir nicht. Meint ihr, wir treffen einen davon oder wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Komm, wir lassen es aber direkt sein. Wir stellen uns direkt hier zur Zoo. Oder? Ach, ich finde es gerade irgendwie schwierig. Weil jetzt hier zu stehen... Ich hasse es, hier zu stehen. Hier stehen, warten, bis der irgendeiner mal pieken könnte, ist halt irgendwie übelst lame. Nee, passt auf. Wir fahren zum Tiger 2 hoch, weil unser ganzes Team fährt eher so rechts lang. Dann sollen sie links halt erstmal durchpushen. Das können wir dann immer noch verteidigen, sobald die vorgefahren sind. Dann können wir halt in die anderen Richtung hinzielen. Und weißt du was? Vielleicht kriegen wir dafür sogar, werden wir dafür sogar belohnt. Die fahren gerade komplett links den Berg runter. Das ist natürlich echt ärgerlich, weil dann hätten wir doch da stehen bleiben können. Aber es kann es ja vorher nicht riechen, dass die da hinten durchpushen. Na egal. Ja, jeder, der jetzt einen Scharfschützenpanzer spielt und sich bei mir denkt, oh nö, was macht der denn da? Tja, ja. So. Ein Hit. Außerdem sind wir jetzt schon mal irgendwie halb geflohen hier. So, auch ein schöner Hit. Kurz hinter den Stein verstecken, bevor wir von der Seite getroffen werden, das meine ich. Noch einen guten Hit. Wir werden zwar getroffen, aber das kannst du jetzt nicht so stark verhindern, ehrlich gesagt. Ja. Ach, der Projektor hat uns getroffen. Oh, lol. Ja, wird nicht von der Seite treffen gerade. Erst von der Seite hinten ist, muss ich sagen, ist ein bisschen schade. Hm, wärst du im Busch stehen geblieben, hätten die dich nicht von der Seite treffen können. Das weiß ich doch auch. Na gut, dann bis gleich. Okay, Runde 3. Pasuf. Ich habe ja am 1.10. zum Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK eine Stahlstudie gemacht. Also diese Folge, wo ich halt 10 Runden spiele und mir das Ganze im Detail anschaue. Da habe ich zum Beispiel einen Scharfschützenpanzer gespielt, so wie man ihn normalerweise wahrscheinlich spielen sollte. I don't play heavy defeat all. Ah, stark. Wenn ich dich bewegst, kriegst du einen Report rein. Naja, schade. Und da zum Beispiel habe ich auch öfter mal, ich sag mal, gecampt und halt wirklich gespielt, wie man spielen sollte. Hat zwar hier und da auch gut funktioniert, ist aber nicht mein Spielstil. Na, also, ich nehme natürlich immer gerne Tipps an, aber bedenkt bitte, dass ich das natürlich auch ein bisschen mit Absicht gerade mache, dass ich ein bisschen aggressiver spiele. Aber jetzt in der letzten Runde versuche ich gerne mal einmal so ein bisschen defensiver bzw. scharfschütziger zu spielen. Aber nur so als Mischung, ja? Also auch da bitte bedenkt, dass das Ganze nur so halb gedingst ist, ja? Ich ziehe ganz kurz in die Richtung, falls ich dann die Leute, die dann hier lang fahren oder da lang fahren, abgreifen kann. Und eventuell einen Schuss in die Seite setzen kann. Insofern wir den natürlich sehen können, ne? Das ist natürlich jetzt dann von Team abhängig. Aber zwischen mal in die Richtung hinziehen. Weil jetzt müssten die nämlich langsam da vorbeifahren gleich. Da könnten wir eigentlich einfach mal random reinschießen. Vielleicht treffen wir irgendwas. Wäre natürlich auch ganz geil, ne? Einfach hier reinhalten und vielleicht treffen wir einen.
Aber ich will jetzt nicht einfach random schießen. So, wir warten ganz kurz. Hold. 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 Oh, Busch. Ansonsten fahren wir recht mit nach links und helfen da ein bisschen aus. Ja, es sind leider alle schon vorbeigefahren, aber manchmal fährt da einer vorbei. Ja, der hat sich echt selbst umgebracht. Wow, das gibt erstmal einen Report, Junge. Beschwerde. Unfaire Spielweise oder... Weil AFK war es jetzt ja nicht wirklich. Ist er unfaire Spielweise? Okay, schade. Da sehen wir es ja dann nicht mehr viel von. Entweder ziehen wir jetzt da oben rein und warten, bis er dann vorbeifährt. Oder wir drehen uns halt doch eben um. Hätte man auch, wäre da einer scouten gegangen, gut funktionieren können, ja? Es ist immer so dieses Hetze passieren können. Ist natürlich schade, wenn es dann natürlich nicht so ist. Aber... Wenn es geklappt hätte und wir hätten da drei Panzer in die Seite geschossen, wäre es ein ziemlich edler Move gewesen. Ne? Es ist immer so dieses Glücksspiel so ein bisschen. Aber ich denke mal, hätte ich hier nach links geguckt, hätten wir wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, jemanden zu treffen. Aber ist doch egal. So. Ich fahre mal ganz bisschen nach ganz oben. So hinterm Busch stellen könnten wir uns theoretisch, oder wir fahren halt da hinten wie noch ein bisschen weiter nach links. Ich finde bei ein bisschen weiter nach links noch dabei. Also eventuell hier so hinter dem Busch, so ein bisschen in die Richtung zumindest, dass wir zurückfahren können. Nicht genau dahinter, wir sind zwar nicht sichtlich gedeckt, aber wir können zumindest darüber schießen gleich. Ah ne, warte mal, die sind dahinter, ne? Da oben. Da sind die, ne? Oh ja. Mal probieren, ne? Leider haben wir auch gar keine Sichtweite hier. Aber wir können es probieren, da so ein bisschen hinten hinzuschießen. Vielleicht treffen wir was, vielleicht nicht. Selbst wenn nicht, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Aber dann nutzen wir unsere Zeit wenigstens ein bisschen. Da ist definitiv keiner. Einfach ein bisschen durchprobieren hier. Da wird wahrscheinlich eh keiner drinstehen. Ich schieß trotzdem mal dahin, weil was sollen wir verlieren? Und bumm, direkt den LV-N mitgegeben. Jetzt fährt er dahin und da können wir nämlich direkt hinter der Deckung abschießen. Schade. Hat wohl doch nicht so gut funktioniert. Aber das ist der Grund, warum ich hier links stehen wollte, nicht da so rechts, weil sonst sind die Steine halt übelst predictable, wo sie dann müssen. Ach, da ein bisschen tiefer. Da ist die Cobra. Oh, nice. Das hat noch getroffen. Das sah aus, als wäre es drüber gewesen. Naja. Da kommt ein K91 PT noch in die Mitte gefahren. Interessanterweise. Leider ist unser Team schon wieder halb tot. Da ist er. Einen guten Hit gelandet auf jeden Fall. Jetzt sind wir gespottet, jetzt bin ich immer ein bisschen am Arsch. Aber wir sind hinterm Hügel, alles easy. So, versuchen wir einfach nur die Richtung zu schießen, vielleicht treffen wir da jemanden. Wow. Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Das ist witzig. Wenn's weil ich hab... Nein, nicht das Munitionslager. Ah, komm, mach mal den hier. Das ist jetzt aber witzig, weil ich habe extra gesagt, wie oft brennt ein Panzer schon. Wir nutzen das mit dem Reparaturkit. Und dann fangen wir natürlich an zu brennen. Ein Klassiker. Schade. Ey. Du Arsch. Das ist nicht nett von dir. Anzeige ist raus. So, jetzt hier mal ganz kurz Richtung Spawn. Da können wir wenigstens ein bisschen über den Hügel gucken.
Die Richtung, ja. Sind sogar geschützt von der Seite, cool. Ah, hallo, Objekt, wie geht's dir? Ich hätte natürlich auch mit dem WZ vorfahren können, zum KN90 und der Cobra, aber... Nee. Tiefer zielen kann ich nicht, also hoffe ich, das reicht. Das sind die zwei Zugmates gewesen, die Randoms halt. Ich hätte vielleicht doch damit unten hingucken sollen, hätten wir den WZ retten können, aber drauf geschissen. Ja, ich kam mit der Kanone nicht tiefer, das ist ein bisschen schade. Ich muss mich da doch ein bisschen anders positionieren. So. Ja, die ganzen Winkel sind hier alle leider ein bisschen beschissen. Ja, ich musste da hochfahren, das kannst du vergessen. Aber es reizt, weil der ist low. Komm, wir versuchen es einmal. Und wenn wir dadurch sterben, ist es auch nicht so schlimm. Ah, da kam direkt der Schuss an. Ja, aber klar. Das ist ja okay. Wir sind low. Haben keine Chance auf einen Sieg gerade. Es gibt keinen möglichen Kill mehr, glaube ich, außer wir treffen zufälligerweise den FV an oder so. Wir versuchen es mal hier außen rum zu fahren. Und uns hinter diesem Felsen kurz zu verstecken, um Seitenschüsse zu vermeiden. Und dann hier hoch zu zielen, eventuell... Schade, wir wurden leider gesehen. Das ist natürlich ärgerlich. 963 Sack Dick Report. Wer ist denn jetzt in 963? Was meinen die mit 963? Meinen die jetzt mich? Nee, das kann nicht sein. Ich bin der T3 Jäger. Wie meinen die mit 963? Also, wen meint er? Hey, wen meint der? Tja, keine Ahnung. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber ich fand trotzdem, die Runde war eigentlich ganz gut. Aber es ist, ich weiß nicht, ist das nicht mein Spielstil? Ne, das habe ich ja schon oft gesagt. Aber ansonsten, ne, Scharfschützenjagdpanzer immer schön im Hinterland bleiben, meistens rumcampen und dann eventuell die guten Snipes raushauen. Das ist halt so ein bisschen der Sinn, wahrscheinlich so ein bisschen von dem Panzer mal wieder. Gleiches Ding wie jeder andere Panzer, der hier unten in dieser Kategorie ist. Der Scorpion, Scorpion G, der Projekt 07 HK, die Su 30 PM und so weiter und so fort. Würde ich in dieselbe Kategorie einstufen. Ich finde sogar, der ähnelt der Su verdammt stark. Also die sind schon sehr ähnlich, finde ich. Wobei der Scorpion aber auch noch mal ein bisschen nah rankommt. Aber ich finde den hier sogar schon fast noch ein bisschen schlechter als ein Scorpion. Aber ist trotzdem nett. Also, ich mag ihn ganz gerne. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Würde ich jetzt aber trotzdem zugehenderweise nicht bevorzugen, um den jetzt durchgehend zu spielen. Naja, das wäre auf jeden Fall die Folge gewesen zum KJPZ. Kanonenjagdpanzer, so rum. T3 Jäger. Ihr könnt euch mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.